William Faulkner hat einmal gesagt, man sagt, dass die Vergangenheit tot ist. Aber die Vergangenheit ist nie tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Das Konzept hinter dieser Ausstellung ist die Fruchtbarkeit, die Vielfalt einer Epoche wie Wien um 1900 zu präsentieren. Das ist mir auch ganz wichtig, dass alle verschiedenen Künste hier zusammenkommen und eben mittels unseres Expertengremiums aus dem Bereich Theater, Literatur, Architektur, Tanz etc. auch immer wieder Exkurse gemacht werden, weil die Bedingtheiten zwischen der Kunst und der Wissenschaft eben auch so wichtig waren für innovative Setzungen zu jener Zeit. Ich sehe es als riesiges Defizit dieser Stadt an, die gerade mit Wien um 1900 so erfolgreich wirbt, dass es kein Wien um 1900 Museum gibt. Und dieses Defizit wird glücklicherweise mit dieser Ausstellung, mit dieser auf längere Zeit geplanten Ausstellung beseitigt. Es ist ja so, dass die, so wie Toderer sagt, dass erst in der Erinnerung eine Zeit so ganz wird, die Epoche im Nachhinein erfunden wird. Die Epoche ist ja, während sie läuft, gar keine Epoche, sondern ist ein Chaos an widerstrebenden Ereignissen und Meinungen und Persönlichkeiten. Kuratorische Voraussetzung war, die Künste in Wien an der Epochenschwelle zur Moderne hinsichtlich ihrer Substanzgemeinschaften zu befragen und die Stimmungslagen, Klänge, Farben und Formen in eine gemeinsame Partitur einzuschreiben. Selbstverständlich war Wien auch ein Zentrum der Kunstfotografie zu dieser Zeit. Aber in dieser Ausstellung geht es natürlich um viel mehr, denn die Fotografie kann ja zum Glück viel mehr als nur Kunst sein. Es gibt hier sowohl dokumentarische Fotografie in den unterschiedlichsten Bereichen, vom Makart-Zimmer bis zum Elendsquartier. Ich finde auch, dass das sehr spannend ist, wie mit sehr viel biografischem Material hier umgegangen wird. Also es ist ein didaktisch sehr behutsamer Versuch, diesen Kosmos des Wien um 1900 aufzubereiten. Und man sollte nicht nur die Wege durchschreiten, sondern durchaus die Stockwerke wechseln und dann wieder vielleicht noch einmal herkommen und nicht nur nach den Lieblingsbildern suchen, sondern eben sich inspirieren lassen. Wien 1900 ist ein sowohl sinnliches als auch intellektuelles Großereignis, welches den Kontext, die Synästhesien und die Ambivalenzen einer durch eine kreative Nervosität gekennzeichnete Epoche eindrucksvoll zur Anschauung bringt. Diese legendäre Zeit Wien um 1900 umfasst alle Lebensbereiche. Alle Lebensbereiche und auch alle wissenschaftlichen Bereiche. Von der Wirtschaft über die Chemie bis zur Friedensforschung, Literatur und bildende Kunst ohnehin. Wenn man sich auf dieses Projekt einlässt, beschäftigt man sich vor allem auch mit sich selbst und seiner Rolle in einer immer moderner werdenden Welt. Und darum ist es so wesentlich, genüsslich durch diese Ausstellung zu gehen. Die Ausstellung arbeitet mit diesen unglaublichen Widersprüchen, aus denen dann Schöpfungen entstehen. Immer eingebunden in den gesellschaftlichen Kontext natürlich, der selbst ein explosiver ist, weil er durch die Krise des Bürgertums bestimmt ist und zu den Katastrophen des 20. Jahrhunderts führt. Ja. Die Ausstellung versucht, diesen Umbruch aus Untergang in etwas noch unbekannt Neues ganz sichtbar zu machen.
Zusammenbruch war nicht das Ende, sondern der Zusammenbruch von K&K war die Voraussetzung für den großen Beginn. Das ist der Haken, das ist der Zusammenhang. Und deswegen ist diese Ausstellung für mich sozusagen die Paradedemonstration zur neuen Europa-Idee.